Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Okay. Danke. Bitte. Die Partei, die hat immer recht. Und Genosse, es bleibe dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Ich bin nur hier, weil die Partei auch hier ist. Woher kommst du? Aus Brandenburg. Trinkst du Bier? Nein. Warum nicht? Weil ich erst 14 bin. Ah, okay. Weiter mal. Okay. Hurra! Panko. Ja, aber ich werde wohl erst so in einer Stunde erst loslegen. Entschuldigung, das heißt ein Schreibfehler. Ich wollte nur 1000 Arbeitsplätze bereitstellen. Aber wenn, ja, nee, vielleicht steht da auch 1000 Jahre. 1000 Jahre Arbeitsplätze. Sie haben vergessen, was heute für ein Datum ist. Das ist gar nicht so schwer. Sie denkt einfach an. Und schon wissen Sie, dass heute der 18. September ist. Hier haben wir jemand, der will was sagen. Also leg los. Und am achten Tag erschuf Gott die Partei, denn das Beste kommt zum Schluss. Und er sagt, dass sie gut war. Hurra! Nochmal. Hurra! Und nochmal. Hurra! Hurra! Ja. Graue Himmelseiten, Schattenseiten aber nur bei den anderen. Ich erwarte heute erdrutschartige Siege. Morgen Gulaschkanone im Parlament, letzte Reihe Dosenbier. Fertig. Schmeckt der Kaffee? Ja, ich bin jetzt hier bei einem doppelstarken Kaffee, nachdem ich um 15.45 Uhr mit einem veganen Kürbis geweckt wurde. Ist ja ekelhaft. Und der hat mir zugesetzt. Und meine Gedanken kreisen eigentlich nur darum, wo kriege ich hier ein richtig gutes Schnitzel her. Danke. Ich habe schon so lange gebraucht. Hurra, liebes Wählervolk. Ich sage uns, erdrutschartige Gewinne hervor, so sagt man das doch, glaube ich. Auf jeden Fall, wir werden sie. Bach, Mist, zwei doofe ein Gedanke. Tschüss. Verweigerung der Politik, grauenhaft. Ganz vorne dabei die FDP mit diesem augenkrebserregenden Farbprofil, wenn gar nichts zusammengepasst hat. Ja, finde ich überhaupt nicht gut. Warum? Weil ich die nicht leiden kann. Ich kann mir das heute gar nicht leiden. Jetzt werden wir gleich die Prognose hören. Absolute Mehrheit erfordert. Sechs Sätze. Streich doch mal drüber. Ich streich mal drüber. Guck dir mal meine Teile an. Aus Versehen halt aufgemacht. In der Mitte? Ein bisschen geil. In der Mitte ist kein Platz für zwei. Das darf man nicht sehen. Das darf man, das darf man nicht sehen, das ist zu intim. Also echt nicht. Nee. Also. An deinem Busen mal ruhen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, ständige Vertretung Berlin-West, ein Unikat, kein Diplomat, ein Unikat, ein Original. Ständige Vertretung Berlin-West. Also Ost-West-Konflikt, Rosenkrieg im Wahlkampf. Rosenkrieg im Wahlkampf. Ein Krieg. Sherman, wieder Panzer, nur mit I. Hurra. Schon mit Lippenstift. Ja. Nee. So. Ein bisschen.
Ehrenmitglied für die Partei. Ein wunderschöner Button. Jetzt mach doch wieder zu hier. Nee. Mir ist kalt. Nein. Ja, und dann sind wir natürlich zu den Grünen gegangen und haben denen das Plakat wiedergebracht, was runtergefallen ist. Hallo! Warte, Michael Jackson Move! Ja. Übernice! Dicker! Danke! Das ist super, dass hier immer die anderen Parteien überklebt, aber bei der AfD habe ich anscheinend kein Problem damit. Da muss man zu weit fahren. Doch, natürlich. Das ist keine Ausrede, ich habe Lust dran. Ich nehme dich mit. Kein Problem. Stefan, wir müssen zu Schönhauser, die Abtreibungsfreunde warten. Auf geht's! Duzi, du Opfer! Die Abtreibungsfreude war. Komm! So. Ja, lass uns mal abtreiben. Ja. Er hat gesagt, du bist von den Piraten. Nein, habe ich nicht gesagt. Das ist eine Lüge. Das ist frei erfunden von Klaus. Kein Bier für dich heute. Oh, scheiße. Wunderschönen Tag, Wunder. Guten Tag. Ich hoffe, dass Berlin noch mehr Treppen bekommt, weil die Fahrschule funktioniert eh nicht, deswegen müssen wir Treppen hin. Der Sieg ist da. Wir haben gesagt, wir stürzen Henkel und wir haben Henkel gestürzt. Muss es einfach machen. Ich denke, das ist ein Ergebnis, mit dem kann man arbeiten. Unsere Arbeitsgruppen werden sich mit den in Frage kommenden Koalitionspartnern, den willigen Steigbügelhaltern zur Macht in Verbindung setzen. Das ist ein Gefühl wie beim Mauerfall. So ähnlich, nur dass jetzt keine Mauern mehr fallen, sondern ab jetzt werden Mauern gebaut. Ja, 2,1% plus X, 2,1%. Als wir kurz vorher nachgeschaut haben, waren es 1,9. Wir sind also innerhalb von circa 3 Minuten haben wir uns um 0,2% verbessert. Wenn das so weiterläuft, dann sind wir bis Mitternacht stärkste Kraft. Ich habe die Partei gewählt, weil sie die besten Wahlversprechen gemacht hat. Ja, also ich bin einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich. 2,5%. Fast 5%. Danke. Wir entscheiden. Hat unsere Organisation an dieser Stelle genug geleistet. Danke. Hurra! Bier! Wahlkampfparty ist das Bier schon jetzt bezahlt. Wer ist denn jetzt? Kollege! Bier! Ein Bier!
Der Ortsverband Treptow-Köpenick war aufgrund seiner überlegenen Lebensform in der Lage, zu jeder Zeit, an jedem Ort, den politischen Gegner in beliebiger Stärke zu zerschlagen. Oder so ähnlich. Hurra! 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 So, jetzt nochmal. Natürlich lieben wir uns, na klar, gib mal. Wir haben nämlich am Freitag am längsten durchgehalten, Kathi und am ich. Am allerlängsten. Das ist irgendwie nicht das erste Mal gewesen, auch ich im Friedrichshagen. Ja. Wo du leider nicht in den Bus durftest. Aber es ist immer schön. Wir sind nämlich definitiv die Partysäue in Treptow-Köpenick. Ja. Hurra! Liebe Kathi, darauf ein guter Dank. Oder ein Bier. Hallo. Ja, ich habe jetzt Lehrer ausgeben lassen mit Schnaps. Schnaps! Schnaps! Zum Wohl! Danke. Ich denke, man kann mich hören. Leider. Ja. 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 Mir liegen keine aktuellen Zahlen vor. Aber man hat mir auf dem Weg zu diesem Raum gesagt, unser Ergebnis ist phänomenal. Ja. Mein erster Dank gilt natürlich euch allen, die ihr in monatelanger harter Arbeit diesen Wahlkampf durchgezogen habt. Danke, Sonneborn! Das war sicherlich immer leicht mit mir als Vorsitzender. Ich habe mich aber bemüht, euch ein guter Parteichef zu sein. Steht! So wie es aussieht, ist die einzige Partei, die keine Wähler an die AfD abgegeben hat. Im Gegenteil, die AfD hat an die Parteiwähler abgegeben. Danke dafür. Unser Erfolg ist natürlich zurückzuführen auf unsere Sachpolitik, unsere klare Position zum Flughafen, unsere unmissverständlichen Aussagen zur A100 und dem Flüchtlingsthema. Eine klare Aussage, eine Position ist Voraussetzung dafür, dass der Wähler eine Partei erkennt. Und deswegen tragen wir kaum Anzüge. Das wird passieren, dass ich in Zukunft vielleicht nicht mehr so oft telefonisch erreichbar sein werde. Ich rufe doch eh keiner an. Das wollte ich gerade dazu sagen, damit sowieso keiner anruft. In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht noch mitteilen, dass keine Ahnung, woran es lag, aber die letzte Woche im Wahlkampf, habt ihr es vielleicht bemerkt, mein Telefon wurde versehentlich zerstört durch einen Limonadenangriff und dadurch war es mir leider nicht mehr möglich, mit meinem Restvorstand zu kommunizieren, so wie mit vielen anderen auch. Ich bedauere das. Ich habe mir ein neues Telefon gekauft und das wird auch demnächst installiert werden. Vielleicht kann mir jemand mal eine aktuelle Zahl sagen, die ich dann gerne hier verbinden muss. 87, 88, 14, 9,9, 2016. Ganz im Vertrauen meine persönliche, private Schätzung. Mein Tipp, den ich unter
vorgehaltener Hand meinen engsten Vertrauten zugetuschelt habe, lag landesweit bei 1,4%. Das habe ich nie gesagt, ich will, wir vergessen das jetzt sofort. Das war natürlich Quatsch. Unser Ergebnis ist der Beweis, dass man keinen charismatischen Vorsitzenden braucht. Wenn man einen guten Anzug hat, kann man auch eine Stadt wie Berlin regieren. Wir werden Gespräche führen mit allen, die mit uns sprechen wollen. Über was dann geredet wird, kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Sicher ist, wir werden unsere Macht nicht teilen. Wir werden weitergehen auf unserem Weg, von dem noch keiner weiß, wohin er uns führen wird. Festzuhalten ist, dieser Weg hat uns heute hierher geführt. Und das ist ja auch schon mal etwas. Ja, der Wähler. Normalerweise bedanken sich Parteien bei den Wählern. Ich möchte da als Alleinstellungsmerkmal Wählerschelte betreiben. Wie es aussieht, haben deutlich über 90% unser Angebot nicht wahrgenommen. Haben irgendwelche Altparteien gewählt oder Alternativparteien. Aber es ist ein neuer Trend erkennbar. Früher haben sich die Parteien den Wähler an den Hals geworfen. Wir werden diesen Trend umkehren. In 5 Jahren wird sich der Wähler der Partei angefasst haben. Für den Fall. Futur 2! Für den Fall, dass mein hochgeschätzter Vorgänger Martin Sonneborn mich hier hören kann. Er hat mir mit Verlaub einen saumäßigen Landesverband hinterlassen. Mit Ergebnissen deutlich unter 1%. Das stimmt! Ich bringe das in Ordnung. Dem ist vorerst nichts hinzuzufügen. Ich wünsche, dass ihr jetzt ein bisschen Spaß habt und Alkohol trinkt.